Hallöchen und willkommen zurück hier im Desert Valley, dem renommiertesten Urlaubsresort für Nahtoderfahrung beim Ersticken oder irgendwie sowas. Zusammen mit Bolle und Thoughtless. Hey Oh, jetzt kommen wir ho! schwitzen. Hallo. Ah ja, Hi, beim Schwitzen, ja. Ja, irgendwie sowas. So, wir haben ja letztes Mal, ich habe ja letztes Mal das Glück gehabt, einen Angel Ring zu kriegen. Das heißt, ich kann ja. fliegen. Das Toll. heißt aber auch, ich muss mich heute um die Luft aufklären. Das Stuck. heißt, ich werde Hammer heute. time. Au! Wow. Das heißt, ich werde heute erstmal. Ach, hier ist das. Hab ich jetzt. Ne, ich habe keinen Schaden bekommen. Ich habe Hunger bekommen davon. Meine Fresse. Ist aber auch anstrengend, sowas. Ja, der Hammer schwingen ist echt. Das ist. Was haben wir letztes Mal noch für eine Quest gemacht? Irgendeine hatten wir letztes Mal noch gemacht, die ich schon angenommen hatte. Deswegen habe ich noch einen Ach Loot Chest so, übrig. ja, stimmt, da war noch was. Basic Ja. Survival, Hunger Games. So, und Es dann war gibt Toast, ein Orange Sapling. 13 Clay ist very good, ja. Aber Hauptsache ein Angel Ring mit Und 1000 die Loot Millionen Shits Chest. ist legendary. Also, falls wir noch das brauchen. Clay, nee, Clay haben wir jetzt ein bisschen. Rosa? Ja, bitte. Mach mal meine Kiste auf. Ich habe aber eben schon noch Clay gezogen. Oh, tut mir leid. Eine nicht gute Reward. Zwei Blümchen. I tried, ich Na toll, schwör's. die hatte ich schon mal. Ja, ich auch. Die hatte ich so dreimal oder so. Ich bin mir jetzt Ja, drei, nein. also schnell, egal. Okay, ich mach mir erstmal, ich glaube, ich mach mir erstmal einen Wegpunkt da, wo ich hin muss. Wo willst du denn hin? Ja, zu diesem Punkt. Bei Tinkerpow ist ja Error Unknown Origin, Ach diese so, ja, Quest. die anderen, den anderen Wegpunkt, den ich seit Folge Ja. 1 hier drin habe. Hat da jemand den Wegpunkt schon? Weil dann kann ich mir einfach die Koordinaten klauen. Ja. Ja, ich höre. Warte, warte, warte. Yay! Edith. Edith sagt minus 284, Ja. minus 1276, Ja. Und 67. Y ist egal. Ja. Ja. Okay. Gut, dann werde ich da mal Huhu. vorbeifliegen in der Hoffnung, was zu finden. Hey, Wolle, hast du Wolle gekriegt, Wolle? Ja, ich hab Wolle. Wolle hat Wolle. Oh, ist das Wow. schön. Deswegen ein Yay. So, und jetzt, wo ist die Kiste, wo man es Das wegschmeißen macht kann? tatsächlich. Okay, ich flieg natürlich nachts, weil das. Ich glaube, nachts fliegen ist eine sehr gute Idee. Ich bin jetzt über unseren beleuchteten Perimeter hinaus. Höre Husks neben mir. Bis jetzt nur Wüste. Ich updeutsche euch live. Bis jetzt nur Wüste. Muss ich Hier ist mal ein gucken. Wüstentempel. Ich glaube, dieser Ja. Wüstentempel hier ist der, den wir schon mal gefunden hatten oder so. Sonst macht auch einen Stream an, dann können wir nebenbei gucken. Okay, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob wir den schon gefunden hatten. Ach, ja, Nein, stimmt, hier da ist kein haben wir Loch es. drin. Erstmal ein paar Todespunkte Ach du Scheiße. Okay, ich hab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Ich glaube, die Sachen, die hier Schrott sind, lasse ich mal vielleicht zurück oder so. Zack. Ich will Coolingsalz machen. So. Ich habe haufenweise von diesen Remarkable Capacitors und Capacitors of Holding und keine Ahnung was gefunden. Kann ich aber alle nicht mitnehmen. Und ich habe so verschiedene Runen gefunden. Forestry-Drohnen. Soll ich das TNT mitnehmen, was hier unten drunter ist? Ich hab's auch Man weiß ja mitgenommen. nie, ne? Ansonsten, Ach so. also das, was ich schon sehen konnte, ist, es ist eine Stadt hier in der Nähe. Hey Zombie. Tschüss, Zombie. Wenn du unterwegs Spinnen killen kannst, herzlich gerne. Wir brauchen noch Spinnenaugen. Drei Stück. Ich brauche zwei und Drei so. Stück. Ich bin jetzt Weil. erstmal in dieser Stadt angekommen. Also ich bin jetzt an diesem Punkt, der im Questbuch ist. Hier steht aber undiscovered. Muss ich wirklich dahin, wo der Punkt. Ach ja, ich muss vielleicht landen. Ja, du musst, glaube ich, genau zum Wegpunkt, sonst. Haben wir erst ein Skelett gekillt? Ehrlich? Mich wundert, dass wir Ist überhaupt ein Skelett minus gekillt haben. 200. Oh, ich bin 248 statt 208. Zahlendreher. Okay. Aha, das ist die erste Treppenstufe hier quasi der Stadt. Du Oder auch sagtest nicht. mal irgendwas von einer Lunchbox oder so, ne? Ist Ja. minus 284, ja. Ist die schon. Oh, hier ist ein unsichtbarer Zombie.
So. Hier steht 17 Meter. Die kostet nur Eisen. Hast du schon eine? Oder haben wir schon überhaupt insgesamt? Nein, haben wir nicht. Okay, ich muss mal kurz warten, bis der Zombie verschwindet hier. Ich gucke mich währenddessen mal in der Stadt um. Sieht aus, als wären das nur leere Gebäude. Wolle. Ja. Ich brauche gleich ganz viel Eisen. Ah, nicht gut. Hm. Ich brauche nämlich zwei Iron Bars. Die Stadt ist aus Brownstone Bricks. Wahrscheinlich, damit wir absichtlich damit anfangen. Dieses Gebäude sieht anders aus als die anderen. Was ist hier drin? Oh, ich habe eine Tinker Smeltry gefunden. Und einen Skelett-Spawner. So. Iron hatte ich nicht rausgekriegt. Ich hatte, bevor wir aufgenommen haben, habe ich nochmal schnell ein Stack Sand durchgesiftet. Und mehr habe ich nicht gekriegt, ehrlich. Ah, ich dachte, da wäre mehr Eisen dabei gewesen. Soll ich die Smeltry abbauen? Ja, also, klar, gerne, ja. Klar. Oh. Ja, dann. Und ich habe einen Zombie und einen Skelett-Spawner. Ich bringe die End-IO-Version davon mit. Statt. Guck mal. Haben wir kaputt? Ein Flint, ein Gold. Die hören sich ja furchtbar an, die Viecher. Ich glaube, wir müssen die Smeltry sowieso neu machen, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Haben wir irgendwo noch Flint? Ach kacke, ja, ich brauche ja. Oder gab's hier oben in der Kiste, ja. 43. Ging Horst ab, boah, keine Sau. Ach, da links, ich hab's nicht gesehen. Okay, ich weiß nicht, ob ich genug Inventar dabei habe. Ich glaube, ich brauche einen Rucksack oder sowas. Ich nehme mal die Smeltry mit, bring die zurück, mach mein Inventar leer und dann gehe ich weiter gucken, ob ich dann diese blöde Quest noch erledigt kriege. Weil es ist gerade, ich bin froh, dass ich, sagen wir mal so, ich bin froh, dass ich oben aus dem Gebäude raus kann, ja. Das glaube ich eine gute Idee. Oh, ich habe eine Compressed Spider gefunden. Meint ihr, die gibt Compressed Spider Eis? Haben wir. Kurz Grindstone. Was denn? Grindy Grindstone. Brauchen wir einen Skelettschädel für irgendwas? Bestimmt irgendwann, aber... Okay, ich nehme mal mit. Cobblestone haben wir ohne Ende, also von daher nehme ich einfach mal mit. Alles, was so halbwegs selten aussieht, nehme ich mit. Wow, meine Flint-Spitzhacke ist echt unheimlich schnell, wirklich. Ich fühle mich hier wieder bei der Formel 1 beim Bauen. Beim Traktor? Ja. Jetzt würde ich hier den neuen Lamborghini-Traktor testen, du. Ich glaube, ich bringe, sobald ich alle Seared Stone Bricks eingesammelt habe, bringe ich die erstmal zurück. Es war eine große, es war eine 3x3x4. Also richtig groß. 3x, ja, okay. Oh nein, warte, die ist sogar 4x4x4 gewesen. Schon zur Hälfte abgebaut, deswegen keine Ahnung mehr. Okay, zwei kann ich noch, danach ist Inventar voll. Haben wir noch Kohle? Ach, hier oben ist ja sogar ein Loch in der Decke. Ja, wie praktisch. Tschüss, ihr Loser! Oh, Jesus, was da für eine Party abgeht, ey. Ist der Unsichtbare noch hier? Zwei Meter nach da. Null Meter. Ah! Ah. Quest erledigt. Ja, Bitches! Sehr gut. Also, wenn das nicht nach einem wirklich wunderbaren Fund aussieht, diese Stadt hier. Das ist mal, also da kann man wirklich Urlaub machen, also total. Wobei ich mag ganz ehrlich, die Brownstone Bricks sehen gar nicht so kacke aus. Also wir könnten theoretisch mit dem TNT, was wir gefunden haben zum Beispiel, oder einer alternativen Form an Sprengstoff, da sehr einfach die halbe Stadt Tinker's Misery craften. Ja, warte, ich gebe dir schon mal die Baustelle. Ein Retrieval Task? Ja. Ich brauche eine Doppelkiste, wo ich Schrott. Lass mal zur neuen Schrottkiste hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die brauche ich. Brauche ich nicht. Die. Wo darf ich dir denn die Seared Bricks hinstellen oder soll ich dir die einfach geben? Mir? Ja. Oder irgendwem, keine Ahnung, ich wollte sie nur nicht dahin tun, wo wir sie nie wieder finden. Ich bin erstmal wieder unterwegs. Ich habe sie dir ins Inventar geworfen. Ja, ich habe es gesehen. Ja. Ich bin auf der falschen Seite rausgeflogen, da lang muss ich. Wuhu!
Der Diamond Charts. Sehr so, nice. Und ich bin sehr gespannt, ob es der Cooling Call bringt. Oder ob der einfach wieder nur schaut. Ach ja, warte mal, was haben wir? Was haben wir eigentlich jetzt für die Quest? Weiß ich nicht. Ich glaube, die Quest gucke ich mir. Ach, wir kriegen gar nichts dafür. Das war jetzt einfach nur. Ja. Die war für nichts eigentlich. Das war nur so von wegen, ey, guck mal, hier ist eine Stadt oder was. Die Quest. Der Cooling Call sieht aus, als ob da was reingehört. Oh Gott, bitte sag mir, der hat kein Inventar, ey, wenn Nein, da der jetzt hat Eis kein rein muss. Inventar, Okay. Probier mal mit Eis drauf zu rechtsklicken, falls es nicht automatisch kälter wird. Eis, maybe. Ah, Ice Cubes, vielleicht gehen ja die. Hier ist noch eine, also hier sind mehrere Gebäude mit diesen Tinker Smell Trees. Falls wir also nochmal eine brauchen irgendwann. Normale Eisblöcke haben wir nicht, ne? Nein. Die also sind. Schwer zu craften. Ice Cubes gehen nämlich schon mal nicht. Ich glaube, auch aus den Ice Cubes kann man keinen kein Dings machen. Weil ich merke jetzt nichts davon, dass es kühler wird. Oh, Quest complete? Yep. Ah, okay. Blop. Nice. So, ich habe die eine Smeltree komplett eingesammelt. Soll ich eine zweite Smeltree abbauen oder ist das erstmal so, ja, nee. Oh, mit zwei Plätzen pro Slot. Hey, ihr Smooth Brownstone verbaut. Nice. Was sollst du abbauen? Eine zweite Smeltery. Hier sind. In diesen Städten sind mehrere Gebäude, wo komplette Smelteries drinstehen. Ich glaube nicht, dass wir eine zweite brauchen. Die war ehrlich gesagt ziemlich komplett. Wenn du wiederkommst, habe ich eine Lunchbox für dich. Erinnere mich mal dran. Nice. Oh, was seid ihr denn für. Oh. Ihr spawnt am Tag? Was seid ihr denn für Arschgesichter? Oh, was bist du denn? Oh, ein Cave Spider Spawner. Huch. Was war das denn für ein Sound? Hier ist ein Witch Spawner. Bäh. Ja, nein, eigentlich voll geil, oder? Mal gucken, ob ich in den anderen Gebäuden noch was finde. Ich muss im Prinzip einfach nur schnell genug hier rein. Die Schrottkisten sind voll. Oh, ich hab einen Blaze Spawner. Oh mein Gott, ist mir plötzlich heiß. Aber ich hab ihn, den NIO Blaze Spawner. Okay. Warum sind hier Gold-Ingots? Copper-Ingots. Was seid ihr? Zombie und Skeleton? Aber hier ist eine Chest, die hätte ich gerne. Du hast deinen Scheiß einfach hier in die Kiste gepackt, oder? Ja, habe ich. Ich habe einen Night Slime-Ingot, ein Ardite-Ingot und noch mehr Shit für eine Smeltree gefunden. Ich glaube, dass diese Stadt hier ist irgendwie so Smeltree-Town. Weil in der Hälfte der Gebäude ist gar nichts drin und in der anderen Hälfte der Gebäude ist Shit für die Smeltree drin. Won't you take me to Smeltery Town? Ich glaube, ich muss gleich zurück, weil ich sonst verbrenne. Bei Nacht zu gehen ist gefährlich, aber nützlich. Sandsturm! Das ist noch eine Ding. Ist echt hier nicht? Ich weiß, das bringt dir, das bitte, hilft dir jetzt auch nicht. Bitte viel, spielen Sie jetzt in Ihrem Kopf der Root Sandstorm ab. Yes, Witch Spawner. Got it. Und ich muss auf jeden Fall zurück. Mein Körper verbrennt. Und es ist bis nach zu Hause sind es ungefähr 700 Blöcke, also. Oh Gott, ja, jetzt kriege ich den Sand schon auch voll ab. Oh Kacke, ich nehme schon Schaden. Oh Mann, ich werde ja langsamer, wenn ich. Oh Gott. Wie, du nimmst Schaden? Ich nehme Schaden, weil mir zu heiß ist. Ach so. Ich kann leider nichts dagegen machen. Ich hoffe, ich komme schnell genug zurück. Oh Gott. Oh Gott, wir brauchen unbedingt eine tragbare Lösung für die Hitze, ne? Das ist echt abartig. Der russische Meteor ist ankommen. Ist wirklich so, Alter. Ich schlag da gleich ein wie so ein brennender Sumo, ey. Das ist geil, wie der Sandsturm nur exakt hier über unsere Koordinaten zieht. Okay, ich krieg keinen Schaden, lustigerweise. Obwohl er Schaden tickt. Ich glaube, weil es gleich regeneriert, aber. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie verdrängt der Sand die Kakteen. What? Hä? Stellenweise. Wie verschiedene die oder? Ja, da wo. Es ist. Aua. Es stellen. Was? Achso, ich krieg Hitzeschaden. Das Wasser hier drin ist so heiß, dass ich. Also. Wow. Es ist einfach stellenweise, wo Kakteen sind. Spawnt Sand, weil der gegen die Wand halt geht.
und dadurch dann die Kakteen verdrängt. Ach, keine Ahnung. Wow, ich sitze im Wasser und werde sterben. Weil ich nicht genug zu essen habe. Ich bin ja am Wasser-Aerobik machen, während ich gleichzeitig sifte. Irgendwie in der Hoffnung, dass mir das kühl hält. Bescheuert. Jesus. Cool, ich habe was getrunken und bin wieder on Feuer. On Fire. Heatstorm. Shit, ey. Übrigens, was ich jetzt habe, ist ein Witch-Spawner in DIO, ein Blaze-Spawner in DIO, ein Skeleton-Spawner in DIO und ein Cave-Spawner. Okay. Cave-Spider-Spawner. Ganz nice eigentlich. Können wir jetzt noch nicht viel anfangen. Außerdem den Night-Slime-Ingot und den Ardite-Ingot. Ich habe Kaktus. Wo wir auch nicht mit viel anfangen können, aber immerhin. Okay, wir können Night Slime. Oh. Hey, dein Grab hat eine unserer Water Sources weggemacht. Pass gefälligst auf, wo du stirbst. Echt mal. Ah, shit. Ich muss mir noch eine Kiste machen für den anderen Shit. Achso, apropos Kiste. Was ist das? Oh, Lunchbox, nice. Mhm. Pack da erstmal den random Shit rein. Haben wir jetzt das Smeltery-Zeug irgendwo hingepackt oder ist das irgendwo? Ich habe nur die 64 Bricks. Ich weiß nicht, wo du den Rest hingepackt hast. Den habe ich im Inventar. Ich wollte halt wissen, wo ich ihn hinpacken soll. Wie macht man nochmal was in die Lunchbox? Ach, im zunehmenden Zustand, okay. Das heißt, zwei davon. Ich stell die Smeltery einfach mal hier mitten rein, ne? Draußen irgendwo hin, ja, mach ich. Soll ich dir dann die anderen Sachen dafür noch geben? Wie viel hast du noch? 16 Seared Bricks, den Controller, 3 Faucets, 2 Casts and Basins, 2 Tables, 2 Drains und ein Tank. Ja, ich mache einfach mal 3x3 und gucken, wie wir hochkommen. Okay. Kann man juicen. Wieso gibt's keinen Rhabarbersaft? Würde ich sofort saufen. Ey! Okay, warte. Ich dachte, ich werd gehauen. Ich werfe dir das alles mal hier vor die Füße. Ja. Und jetzt muss ich leider auch schon wieder rein, weil ich brenne. Wie läuft's eigentlich mit den Cooling Coils? Haben die irgendwas gebracht? Stehen die irgendwo? Haben die was gebracht? Ja, in Hinterwolle steht eine. Und die ja, und ich bin am Sterben. Also es bringt sehr viel. Ja, direkt neben dem Cooling Coil ist es super heiß. Und man kann nichts damit machen. Weiß Warte mal, vielleicht sagt das Questbuch was. Wir haben es aber nicht gelesen. Nimm mal die Hand und drück mal U oder so vielleicht. Warte mal, hier Cooling Calls. Oh, wir haben die Quest auch noch nicht gemacht. Ihr habt nur einen gemacht, ne? Ich hatte auch nur Zeug für einen. Ah, okay. Ja gut, ich müsste einfach noch einen Diamanten noch mal. Ja, genau. Splitten dann. Wir kriegen eine Loot Chest. Ring incoming. Ja, hier kannst du gerne machen. Ich mach soweit die Smeltery. Ja, hier hast du die Schablone, die hatte ich, ne? Der Rest ist irgendwie. Ach, die muss man nur einmal machen, okay. Ja. Gut, dann muss ich nur den Hammer suchen. Ja, in irgendeiner Kiste. Ah, hier. Obsidian habe ich sogar. Nice. Höh. Ein Diamanten. D-Shards. Das Wasser, an dem ich gerade meine Füße gewadert habe. Lecker. Das ist schon alles dafür. Das ist so. So. Bitte? Ach ja. Wie geht das jetzt mit der Lunch? Nee, ist okay. Wenn sie zu ist, Rechtsklick öffnet sie. Und das Schiff Rechtsklick machst du so auf und dann kannst du sie essen. Genau. Ach, und da passen immer nur zwei. Ach, da passen immer nur zwei rein, deswegen. Naja, Postler 2 Stück. Ja, das ist total bescheatet. Nee, das nicht. Das auch nicht. Warte mal, das können wir hier reinpacken. Das können wir, was weiß ich. Ja, gib mir mal hiervon was. Nimm das und das. Ach ja, diese Special Ingots, die ich gekriegt habe, packe ich mal in unsere Ingot-Kiste. Okay, jetzt kann ich sogar noch zwei Hooting-Coils, ja, zwei Cooling-Coils machen. Hooting-Coils, wer kennt sie nicht? Der Liebling der Eulen und sonst was. So, jetzt haben wir zwei gemacht.
Ich glaube, ich muss den einen nur dazu abbauen. Oh, Portable Temperature Regulator, das ist das, was wir wollen letztendlich. Das verhindert das. Oh, Quest ist complete, sehr gut. Okay, dann mal gucken, wem ich jetzt einen Ring aus der Zaubertüte holen kann. Aus der Wundertüte? Meine ich doch. Jetzt haben wir sogar auch schon die Quest für den Regulator, also den Temperature Regulator. Wie witzig, dass das eine... Ach, Tough Expansion heißt das, gut. Was? Das ist ja... Oh shit, ich wollte gerade sagen, das ist ja nix, aber wir brauchen eine ganze Menge Ressourcen davon. Weil das fucking Progressive Automation Shit benutzt, der einfach kacke ist. Progressive Automation ist so, hey, wie kann man Rezepte eigentlich so nervig wie möglich machen? Außerdem brauchen wir ein Advanced Circuit von fucking Industrial... Oh shit. Shit. Okay, aber ey, weiß jetzt irgendeiner... Also klar, man kann die Cooling Coils für irgendwas benutzen, aber... Compressed Spider Eye und zwei Compressed Diamond Hammer habe ich gekriegt. Nice, weißt du, was ich bekommen habe? 100 Dead Bushes. Die hatte ich auch. Ja, falls jemand. Ich habe das dumpfe Gefühl, dein Glück hat sich heute irgendwie verpufft. Ja, heute ist nicht so mit Glück, ne? So, das heißt aber auch, dass ich jetzt damit eine Quest fertig machen kann. Von daher ist es tatsächlich gar nicht so schlecht. Vielleicht sind die Cooling Coils auch, weiß ich nicht, weil, also sie machen es ja hier nicht kühler. Die Tür ist zu. Haben wir hier irgendwo was nicht die geschlossene Tür ist? Was denn? Ich habe Dungeon Loot bekommen. Lol. Und zwar nicht wenig. Ist doch gut. Huch. Ist vielleicht nicht gut, aber ist gut. Hä, wir müssen mal vielleicht gleich googeln, wie diese Cooling Coils funktionieren Ich brauche eine Kiste. Heb mal die Enderperle auf, bevor die verreckt. Die ist wichtig. Pack die mal hier in unsere wichtige Kiste zu den anderen Enderperlen. Ja, ich würde sagen, wir sind eher am Ende der Folge angekommen. Wir machen uns also mal Gedanken, / schlau, wegen den Cooling Coils und sehen uns in der nächsten Folge, richtig? Ich kotze noch ein paar Items aus. Wow, 5 Cobblestone! Nice! Somewhat good reward, ja, wenn man am Start... Na. Wenn es der erste ist, den man kriegt, ja, dann schon. So, ich mache noch schnell eine Quest gerade. 1, 2, 3 davon, das waren jetzt 4, egal, so. Alter, stimmt, ey, haben wir noch die hier, die wir. Ach du Scheiße, Alter. Knochensocke? Was? Schon gerade Knochensocken? Knochensocken? Stocker, nicht Socker, ja, okay. Och, schade, ich dachte, da gibt's noch einen Looting-Chest oder sowas. Nee, okay, gut, das war's dann. Gut. Tschüss. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Jo, tschüss.